Hallo, Rüdiger. Ja, toll, dass wir uns heute hier getroffen haben, weil wir wollten mal über deinen Strafbefehl reden. Wir haben ja heute einen wunderschönen Tag, aber ich glaube, im Moment kannst du es gar nicht so genießen, weil Donnerstag am 7.9. Musst du ja vor das Gericht und ich wollte einfach mal hören, wie geht's dir im Moment damit? Tja, die kurze Antwort kann sich wahrscheinlich jeder denken. Die fängt mit S an und hört mit E auf. Es ist tatsächlich sehr bedrückend, weil ich habe nichts gemacht und ich möchte natürlich freigesprochen werden. Ich habe vor einigen Tagen mal den Paragraphen 130 vorgelesen. Ich finde mich da nicht wieder. Aber 70.000 interessierte Zuschauer auf dem TikTok-Kanal des Landesverbands Die Basis in Berlin haben sich das angeguckt, aus reinem Interesse. Es ist mein bisher erfolgreichstes Video. Es scheint viele Leute zu bedrücken, was hier gerade im Lande passiert. Dass Unschuldige vor Gericht gezerrt werden, nach allerfeinsten Stasi-Methoden. Also diffamiert, diskreditiert, demonetarisiert, was auch immer, also zerstört werden. Und wenn das das Ziel ist, da sind sie schon auf dem richtigen Weg, ne? Bloß bei mir besteht natürlich das Problem darin, dass ich das genauso sehe, wie ich es jetzt gesagt habe. Also da arbeiten tatsächlich einige Leute nicht grundgesetzkonform, nicht auf der Basis unserer Gesetze. Sie weigern sich einfach, den Rechtsstaat zu akzeptieren. Sie beugen das Recht vielleicht, wenn sie können, so haarscharf, ne? Sie versuchen natürlich, das irgendwie noch mit ein bisschen Sinn zu füllen, aber das, was ich hier sehe, hat alles keinen Sinn. Das dient nur dazu, Menschen kaputt zu machen. Und auch mein Rückgrat ist nicht immer nur fest. Ja? Also mich trifft es auch und mich belastet das. Und ich hoffe einfach, jetzt am 7. geht's gut. Und was erwartest du ja am Donnerstag? Was wäre die positivste Vorstellung für dich? Oder sagen wir mal so, mit was könnte man rechnen, wenn es nicht so gut geht? Nun ja, also was ich ja inzwischen weiß, ist, dass Staatsanwälte weisungsgebunden sind. Die werden natürlich versuchen, irgendetwas an diesen Vorwürfen zu finden, was hingebeugt werden kann, so dass das dann nach Straftat aussieht. Richter sind unabhängig. Das heißt, das Positivste wäre tatsächlich, wenn es zu diesem Termin gar nicht käme, sondern ich einen Brief bekommen würde. Nach nochmaliger Sichtung der Vorwürfe sind wir jetzt zur Entscheidung gelangt, dass diese Anzeige eingestellt werden muss. Dass dieser Strafbefehl zurückgezogen wird, eingestellt wird. Dass der Baumann selbstverständlich nichts Falsches gemacht hat, nichts Falsches gesagt hat, jedenfalls nicht, wenn man es an unseren Gesetzen misst, ne? Also, dass man hier willkürlich von Seiten der Staatsanwaltschaft und der Regierung irgendetwas durchdrücken möchte, was gar nicht Bestandteil der Gesetze ist, das sollten sie nicht tun. Es sind nicht die Zeiten mehr dafür. Ja, als es losging mit Corona, waren sie noch alle eingeschüchtert und da haben sie vielleicht gedacht, jetzt machen wir mal was anderes. Jetzt regieren wir mal einfach durch. Jetzt sorgen wir mal für Ordnung auf der Basis unseres eigenen Wissens oder so. Ich weiß gar nicht, auf welcher Basis überhaupt, aber wenn Sie jetzt drauf gucken auf diese haltlosen Vorwürfe aus 2021, müssten Sie eigentlich zu dem Schluss kommen, das werden wir gar nicht mehr vor Gericht weiter detailliert erörtern, sondern einfach nur einstellen. Das wäre wahrscheinlich die positivste Variante. Aber manchmal wird man ja auch noch positiver überrascht. Wer weiß, was da noch positiver rauskommen könnte.
weiß es nicht. Tja, du hattest ja schon mit einem Richter zu tun gehabt, und zwar weil du dich ja wieder reinklagen wolltest in dein Arbeitsleben. Und du hast ja diesen Prozess auch gewonnen. Und vielleicht kannst du mal erzählen, was der Richter damals zu deinen Aufnahmen, die du gemacht hast. Ich glaube, der hat da irgendetwas so ähnlich wie, das ist eine Kunstfreiheit, oder vielleicht kannst du mir da noch mal helfen. Mhm. Der hat das ja angesprochen. Das würde ja dann mit der Strafanzeige, die jetzt laufen soll, sich ja irgendwie kreuzen, wenn sie dir da was vorwerfen, wo dich eigentlich ein anderer Richter mehr oder weniger für freigesprochen hat. Es ist nicht exakt das Gleiche, um das es geht. Es ist auch nicht dasselbe. Es ist so, dass ich in diesem Verfahren, es war eine Kündigungsschutzklage, natürlich als Kläger aufgetreten bin und mich darüber beschwert habe, dass irgendwie 100 Kleinigkeiten in einer Abmahnung drin standen, die für ein Arbeitsverhältnis überhaupt nicht relevant sind. Und damit habe ich eigentlich Recht bekommen. Es waren auch 4 Videos in diesem Prozess Gegenstand der Verhandlung, und alle samt wurden quasi so betrachtet, dass sie okay sind im Sinne unserer Meinungsfreiheit, im Sinne der Kunstfreiheit, und dann noch begründet mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, was quasi genau diese Rechte der Bürger so hoch wichtet, dass selbst wenn man da irgendwo noch das eine oder andere im Nebensatz findet, was einem nicht gefällt, dass man das quasi dulden muss als Betroffener, dem diese Videos nicht gefallen. Ja? So. Also das kann nicht der Gegenstand von einer Kündigung sein. Dieses Mal geht es nicht um diese 4 gleichen Videos, sondern nur eines von diesen 4 Videos, die in meiner Kündigungsschutzklage thematisiert wurden, und ein weiteres, bislang nicht thematisiertes Video. Ich kann das mal im Kurzen ausführen. Also das erste Video ist bereits bekannt aus meiner Kündigungsschutzklage. Da ging es um einen Tweet des Markus Söder, der sprachlich so daneben war, dass ich das thematisieren musste in Form einer Collage mit Impfung macht frei davor, dann der Tweet, dann Aufregung eines Schauspielers aus Hollywood und am Ende diversen Erklärungen eines Rechtsanwalts. Ja, also ich glaube, das kann man gar nicht anders sehen als Verfehlung des Markus Söder, aber nicht als meiner. Und inzwischen haben sich die Gemüter ja auch ein bisschen beruhigt bezüglich dieser Corona-Plandemie. Ich sage absichtlich Plandemie, ja, weil da ist ja viel von Werbeagenturen geschoben worden, dass sich die Medikamente so gut verkauft haben. Es gab ja auch viele Gegenstimmen. Ich weine davon, ich bin mein Leben lang Opposition gewesen. Ich habe eigentlich immer irgendwo ein Haar in der Suppe gefunden und es auch benannt. Ich bin es gar nicht anders gewohnt. Ich bin ein kritischer Mensch. Ich möchte dieses kritische Denken auch weitergeben an meine Schüler. Und dass das in dieser Situation ausgerechnet einer Schulsenatorin nicht gefällt, ja, oder Journalisten vom RBB, die natürlich auch der öffentlichen Meinung verpflichtet sind, nicht nur, aber ich sag mal, die werden bezahlt von uns und die müssten natürlich eigentlich auch mal ein bisschen neutraler berichten und nicht genau das tun, was sie anderen vorwerfen, nämlich hassen und hetzen und diffamieren und diskreditieren und dann auch noch schriftlich fordern in der Schule, dass da ein Lehrer entlassen wird. Das sind alles Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Ja?
Wir haben Menschenrechte, wir haben das Völkerrecht, wir haben das Grundgesetz, wir haben Gesetze. Und heute glauben irgendwelche Clowns, sich nicht dran halten zu müssen? Sorry, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Diese Sachen sind einzuhalten. Ich fordere das ein und da bin ich nicht der Einzige. Nein. Und jetzt habe ich mich um Kopf und Kragen gesabbelt. Wo war ich gerade? Ja, das zweite Video wollte ich noch erklären. Beim zweiten Video ging es tatsächlich darum, dass ich mich rechtfertige, warum ich schon wieder in den Medien stehe. Die gleichen Clowns, ja, Medienclowns in unserer Mainstream-Presse, die mal wieder hergezogen haben über den Lehrer Baumann aus Berlin, der ja angeblich ein Rechtsschwurbler ist oder sowas. Na, so in die Richtung ging das. Verschwörungstheoretiker, Covid-Idiot, Corona-Leugner, bla bla bla. Also alles unsachliches Zeugs. Da habe ich mich einfach nur mal aufgeregt und habe gesagt, ich bin mein Leben lang noch kein Rechtsextremist gewesen. Ich bin es auch heute nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Und wenn die sich zur Sache äußern würden, dann kämen wir ja auch irgendwie zusammen. Dann könnten wir auch diskutieren. Aber das ist ja nie passiert. Das, was von diesen Medien betrieben wird, ist ganz offensichtliche Zersetzung. Ja? Das lief früher im offenen Kanal in der DDR. Die waren noch nicht mal so gut, ne? Also darin, das auf so eine perfide Art und Weise zu machen. Uff, ja, da muss ich richtig runterkommen mal wieder, weil das macht mich fertig, sowas. Also das macht mich fertig. Dass man jetzt diese Rechtfertigung ausgerechnet nimmt und dann sagt, das ist wieder eine Relativierung von weiß der Teufel was. Ich kann mir diesen Strafbefehl noch nicht mal Satz für Satz durchlesen, ohne dass mir schlecht wird. Ja? Da kriegt man Brechreiz. Man weiß überhaupt nicht, wie jemand sowas schreiben kann. Wirklich nicht. Und deswegen finde ich, dass jemand, der das von der Justiz sich anguckt, dass der das genauso sehen sollte, wie ich das jetzt gesagt habe. Es ist widerlich, dieses Geschreibsel. Rüdiger, jetzt zum Abschluss würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, und zwar, was wünschst du dir persönlich für Donnerstag? Und die zweite Frage wäre, wenn der Richter dich während der Sache noch mal fragen würde, wegen deiner Strafanzeige, wie du das gesehen und gedacht hast, und du würdest zu Wort kommen, was würdest du den Richter sagen? Im Falle einer Einstellung dieses Strafbefehls, das Ding vom Tisch kommt, vielleicht würde mir da eine Träne laufen und ich würde nur sagen, danke. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Ich muss mich nicht wiederholen. Ich habe die ganze Zeit für Frieden, für Freiheit, für Demokratie und für Rechtsstaat gestanden. Und wer das anders sieht, der soll das mal bitte nachweisen. Es war nie anders. So, deswegen danke, Staatsanwalt, wenn Sie das auch so sehen. Richter, wenn Sie das auch so sehen. Danke, dass man sich dafür heutzutage bedanken muss, ist jetzt eigentlich schon zu viel. Ist eine Selbstverständlichkeit. Aber ich sage trotzdem, danke für die Einhaltung von Menschenrechten, für die Einhaltung von Völkerrecht, für die Einhaltung des Grundgesetzes, für die Einhaltung unserer Gesetze. Danke. So, das im positiven Fall. Wenn da jetzt irgendwas von diesem Strafbefehl noch hängen bleiben sollte an mir, dann muss ich weitermachen mit der Aufklärung. Zu diesem Punkt, zum Stand unserer Justiz. Ich werde den
zerpflücken den Strafbefehl, Satz für Satz, und belegen, warum daran nichts ist, was strafbar ist. Warum habe ich das jetzt nicht getan? Weil mir speiübel wird, wenn ich das Zeugs lese. Und dann kann ich es auch noch in der Berufung tun. Das haben mir zwar einige Leute empfohlen, aber diese Art von Diffamierung, die da abläuft, die kann ich noch nicht mal lesen. Kann ich nicht akzeptieren. Das ist Rechtsbeugung vom Feinsten, wenn das zu einem Strafbefehl, also wenn das jetzt zu einer Verurteilung führt. Ich glaube es noch nicht. Ich muss es erst erleben. Tja, Rüdiger, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück, Gottes Segen, Liebe, tausend Engel um dich rum, dass alles so gut läuft, dass es zum Freispruch kommt, weil den hast du dir wirklich verdient. Weil bei dem, was du mir ja auch alles erzählt hast, kann ich einfach nur sagen, wenn es wirklich diesen Rechtsstaat in der Art und Weise gibt, dann hast du eigentlich nur einen Freispruch verdient. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und wir denken alle an dich und dass dann etwas Gutes passiert. Also, dann wünsche ich dir viel Glück für Donnerstag, den 7.9. Danke.